Die Enthüllung eines Buddybär-Unikates setzte den Feierlichkeiten die Krone auf. Der sympathische Vierbeiner mit dem Brandenburger Tor auf der Brust wurde einmalig für das mittelständische Unternehmen KTF angefertigt, das am 8. März gleich mehrere Gründe zum Feiern hatte. Beim Einzug in die sanierte Unternehmenszentrale in Lichtenberg blickte Geschäftsführer Frank Neubert auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück. KTF zeichnet aus, dass wir ein solides Handwerksunternehmen sind, die sozusagen im Laufe der Jahre kontinuierlich gewachsen sind. Wir haben hier angefangen mit 8 Mitarbeitern, sind mittlerweile 80 immer noch in der Firma, haben uns sozusagen verzehnfacht in den letzten 20 Jahren, aber niemals mit einem Auf und Ab, sondern eigentlich mit einem konstanten Wert nach oben. Neben der Neueröffnung des Unternehmenssitzes wurde auch der erfolgreiche Abschluss eines Großprojektes gefeiert. Im Auftrag von Siemens stattete KTF in den Jahren 2011-2012 die Bundesagentur für Arbeit mit rund 150.000 Internettelefonen der neuesten Generation aus. Ehrengast Henna Bunde, Staatssekretär für Wirtschaft, Technologie und Forschung, bezeichnete Berlin als IT-Hauptstadt Deutschlands. Unser Vorteil hier in Berlin ist, dass wir viele gut ausgebildete Fachkräfte und Universitäts- und Hochschulabsolventen haben, die wir dank der Attraktivität der Region Berlin-Brandenburg hier auch halten können am Standort Berlin, die nicht abwandern und umgekehrt Absolventen auch aus der ganzen Welt, die nach Berlin kommen, weil die Stadt einfach in ist, weil die Stadt hip ist. Vom Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, Andreas Geisel, gab es neben anerkennenden Worten auch 2 Gläser Honig aus der Heimat. Bei so viel prominenter Unterstützung kann die Zukunft des Unternehmens KTF nicht anders werden als seine Vergangenheit. Einfach bärenstark.